Grüezi miteinander, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wie schön, so ein wunderbar gefülltes Haus können zu sehen. Liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, liebe Fans von KMUs und der Schweizer Wirtschaft, es wird ein toller Abend. Die kleinen und mittleren Unternehmen, sie sind und sie bleiben das Rückgrat von unserem Wirtschaftsstandort. Und sie schaffen Arbeitsplätze, auch für Lernende. Jetzt, meine Damen und Herren, fehlen nur noch die Hauptprotagonisten vom heutigen Abend. Es freut mich sehr, sind ihr unsere Finalisten vom Prix SVC 2022 vom Wirtschaftsraum Zürich. Ich glaube, wir müssen das einfach darauf gefasst machen, dass die wirtschaftliche Situation in den nächsten Monaten sich wird abkühlen wird. Ob es zu einer Rezession kommt, das weiß ich auch nicht. In dem Umfeld, wenn man jetzt da sieht, wie viele Firmen man sieht, mit Innovationskraft vorangehen, finde ich auch wieder, stimmt einem sehr positiv, auch was Innovation anbelangt. An der Hochschule haben wir die Herausforderung, dass sehr viele Anfragen eigentlich aus der Wirtschaft auch kommen, dass wir auch Formate entwickeln, die näher an der Wirtschaft sind. Ich glaube, das Umfeld ist auch dynamischer geworden. Wechseln kommen schneller und sind volatiler. Und ich glaube, das ist die grosse Herausforderung heute, Geschwindigkeit. Wir haben jetzt noch zwei absolut fantastische Unternehmen übrig. Innovative Hightech-Unternehmen aus dem Wirtschaftsstandort Zürich. Und wir haben da wirklich zwei Unternehmen, wo wir begeistert heimgekommen sind aus Zürich. Und wir sind froh, dass wir sie da heute dabei haben. Und der Sieger vom Prix SVC Wirtschaftsraum Zürich 2022 ist... Kibur Switzerland! Danke! Hey Team, das ist euer Preis. Ich bin euer Vertreter, aber jeder Einzelne aus dem Team, aus der Firma, hat den Preis geholt.